Liebe Zuschauer, der Kreta-König Minos hatte die Athener besiegt und ihnen einen harten Tribut auferlegt. Alle 9 Jahre mussten sie 7 Jünglinge und Jungfrauen nach Kreta schicken, die dem Minotaurus, einem Wesen halb Stier, halb Mensch, zum Fraß vorgeworfen wurden. Als zum 3. Mal dieser Blutzoll entrichtet werden sollte, zog der junge Theseus mit den athenischen Jünglingen und Jungfrauen nach Kreta. Die Göttin Aphrodite half ihm bei seinem gefährlichen Unternehmen, indem sie ihn Ariadne, eine Tochter des Minos und Stiefschwester des Minotaurus, eine leidenschaftliche Liebe zu Theseus entstehen ließ. Postquam Theseus in Kretam venit, ab Ariadne Minois filia, est adamatus adeo, ut fratrem proderet, et hospitem servaret. In dem ersten Nebensatz, postquam Theseus in Kretam venit, steht postquam mit dem Indikativ Perfekt venit und heißt daher nachdem. Also, nachdem Theseus nach Kreta gekommen war, ab Ariadne Minois filia est adamatus adeo, ist der Hauptsatz. Ab Ariadne adamatus est heißt wörtlich, er wurde von Ariadne liebgewonnen, oder Ariadne verliebte sich in ihn. Wir übersetzen, Ariadne, die Tochter des Minos, verliebte sich so sehr in ihn. Es folgt ein Konsekutivsatz. Ut fratrem proderet et hospitem servaret. Dass sie ihren Bruder verriet und den Fremden rettete. Der ganze Satz im Zusammenhang. Nachdem Theseus nach Kreta gekommen war, verliebte sich Ariadne, die Tochter des Minos, so sehr in ihn, dass sie ihren Bruder verriet und den Fremden rettete. Ea enim Theseo monstravit labyrinthi exitum. Diesen Hauptsatz können wir gleich übersetzen. Sie zeigte nämlich Theseus den Ausgang aus dem Labyrinth. Quo Theseus cum venisset, Minotauro interfecto, Ariadnes monito litium revolvendo foras est egressus, eamque quod fidem ei dederat in conjugio secum habiturus avexit. Bei dem ersten Nebensatz ist die Nebensatzeinleitung cum nachgestellt. Quo ist ein relativer Satzanschluss. Quo Theseus cum venisset, als Theseus dahin gekommen war. Nun der Hauptsatz. Minotauro interfecto, Ariadnes monito litium revolvendo foras est egressus, eamque in conjugio secum habiturus avexit. Minotauro interfecto ist ein Ablativus absolutus. Nachdem der Minotaurus getötet worden war, oder nachdem er den Minotaurus getötet hatte, das erste Prädikat ist foras egressus est, kam er wieder heraus. Ariadnes monitu litium revolvendo. Revolvendo ist ein Gerund, also durch Aufwickeln des Fadens auf Ariadnes Rad. Nun zum zweiten Teil des Hauptsatzes. Eamque in conjugio secum habiturus avexit. Und er fuhr weg, um sie mit sich in der Ehe zu haben oder um mit ihr in ehelicher Gemeinschaft zu leben. Eingeschoben ist der von Litium abhängige Relativsatz quod fidem ei dederat, weil er ihr das Versprechen gegeben hatte. Der Satz noch einmal im Zusammenhang. Als Theseus dorthin gekommen war, kam er, nachdem er den Minotaurus getötet hatte, wieder heraus, weil er auf den Rat Ariadnes hin den Faden wieder aufwickelte und entführte sie, weil er ihr das Heiratsversprechen gegeben hatte.
Theseus in insula dia tempestate retentus cogitans si Ariadnen in patriam portaset, sibi opproprium futurum in insula dia Ariadnen dormientem reliquit. Hauptsatz ist: Theseus in insula dia tempestate retentus cogitans sibi opproprium futurum in insula dia Ariadnen dormientem reliquit. Retentus und cogitans sind Partizipia conjuncta zu Theseus. Dormientem ist ein Partizipium conjunctum zu Ariadnen. Wir übersetzen. Als Theseus auf der Insel Dia durch einen Sturm zurückgehalten wurde und dachte, sibi opproprium futurum ist ein ACI zu cogitans, dass es für ihn ein Vorwurf sein werde, dass man ihm Vorwürfe machen werde, in insula dia Ariadnen dormientem reliquit, ließ er Ariadne schlafend auf der Insel Dia zurück. Ariadnen ist ein griechischer Akkusativ. In einem Nebensatz wird die Bedingung zu opproprium ausgedrückt, si Ariadnen in patriam portaset, wenn er Ariadne in seine Heimat brächte. Die Übersetzung noch einmal im Zusammenhang. Als Theseus auf der Insel Dia durch einen Sturm zurückgehalten wurde und dachte, wenn er Ariadne in seine Heimat brächte, werde man ihm Vorwürfe machen, ließ er Ariadne schlafend auf der Insel Dia zurück. Quam liber amans inde sibi in conjugium abduxit. In diesem Hauptsatz ist quam ein relativer Satzanschluss. Amans ein Partizipium conjunctum zu liber. Liber ist der lateinische Name für den Gott Dionysos. Also heißt der Satz: Der Gott Dionysos liebte sie und führte sie von dort weg, um sie zur Frau zu nehmen. Theseus autem cum navigaret, oblitus est atra vela mutare. Itaque egois pater eius credens Theseum a minotauro esse consumptum in mare se precipitavit. Ex quo egium pelagus est dictum. Theseus autem oblitus est atra vela mutare. Theseus aber vergaß, die schwarzen Segel zu tauschen. In diesem Hauptsatz ist der Nebensatz eingeschoben, cum navigaret, als er über das Meer fuhr. Im folgenden Hauptsatz haben wir wieder eine Partizipialkonstruktion. Itaque egois pater eius credens Theseum a minotauro esse consumptum in mare se precipitavit. Sein Vater egois, der glaubte, Theseus sei von Minotaurus umgebracht worden, stürzte sich deshalb ins Meer. Ex quo egium pelagus est dictum. Seitdem heißt das Meer Ägäis. Nun noch einmal der ganze Satz. Theseus aber, als er über das Meer fuhr, vergaß, die schwarzen Segel zu tauschen. Sein Vater Egeus, der glaubte, Theseus sei von Minotaurus umgebracht worden, stürzte sich deshalb ins Meer. Seitdem heißt das Meer Ägäis. Nun einige Hinweise zu den Partizipialkonstruktionen. Das Partizip wird im Lateinischen attributiv und prädikativ gebraucht. Attributiv tritt es wie ein Adjektiv zum Substantiv.
Ariadne dormiens, die schlafende Ariadne, liber Amans, der liebende Dionysos. Prädikativ tritt das Partizip häufig als Participium Conjunctum auf. Theseus in Insula Dia retentus. Theseus auf der Insel Dia zurückgehalten. Als Theseus auf der Insel Dia zurückgehalten wurde. Das Partizipium retentus stimmt mit seinem Beziehungswort Theseus in Genus, Numerus und Kasus überein. Und es drückt den Zustand aus, in dem sich eine Person oder Sache während eines Vorgangs befindet. Das Partizipium Conjunctum steht stellvertretend für einen Satz, wobei das Beziehungswort des Partizips, hier also Theseus, häufig Subjekt des Satzes ist. Ist jedoch das Beziehungswort des Partizips ein adverbialer Ablativ, dann wird diese Konstruktion als Ablativus Absolutus bezeichnet. Minotauro interfecto, nachdem er den Minotaurus getötet hatte. Diese Partizipialkonstruktionen kommen im Lateinischen sehr häufig vor. Und nun noch einmal die Übersetzung der Geschichte von Theseus und Ariadne. Nachdem Theseus nach Kreta gekommen war, verliebte sich Ariadne, die Tochter des Minos, so sehr in ihn, dass sie ihren Bruder verriet und den Fremden rettete. Sie zeigte nämlich Theseus den Ausgang aus dem Labyrinth. Als Theseus dorthin gekommen war, gelangte er, nachdem er den Minotaurus getötet hatte, wieder heraus, weil er auf den Rat Ariadnes hin den Faden wieder aufwickelte und entführte sie, weil er ihr die Heirat versprochen hatte. Als Theseus auf der Insel Dia durch einen Sturm zurückgehalten wurde und dachte, wenn er Ariadne in seine Heimat brächte, werde man ihm Vorwürfe machen, ließ er Ariadne schlafend auf der Insel Dia zurück. Der Gott Dionysos verliebte sich in sie und führte sie von dort weg, um sie zur Frau zu nehmen. Theseus aber, als er über das Meer fuhr, vergaß, die schwarzen Segel zu tauschen. Sein Vater Aigeus, der glaubte, Theseus sei von Minotaurus umgebracht worden, stürzte sich ins Meer. Seitdem heißt das Meer Ägäis. Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Auf Wiedersehen.